Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Let's Play DayZ Origins. Genau, ihr werdet euch bestimmt wundern, warum denn also wirklich lang nichts gekommen ist von Videos her. Das liegt einfach daran, ich habe mehrere Schulaufgaben geschrieben und bin einfach stinkefaul. Ich gebe es ganz einfach zu, ich bin stinkefaul. Oh, das sind Zombies. Ich habe zurzeit wieder richtig Spaß an das Set gefunden. Da habe ich mir gedacht, ich kann einfach mal eine Runde aufnehmen. Und jo. Deswegen nehme ich jetzt auf. So. Jo, ihr braucht hier gar nichts erwarten oder so. Also ich bin kein guter DayZ-Spieler. Ich bin noch nie wirklich weit gekommen. Außer doch einmal. Aber das war Glück. Nein, ganz so dumm bin ich jetzt auch nicht. Der läuft ziemlich blöd. Ich möchte rein. So, werde ich schon schaffen. Ich bin aber auch auf einem Server mit ein paar Leuten, weiß jetzt nicht auswendig wie viele, also ein paar. Ihr seht auch schon unten der Sides-Chat, da wird schön was reingeschrieben. So, boah, das blöde Zoom, ey. Der Zoom. Oh, das ist nicht die Tür. So. Dann looten wir gleich mal, ob ein paar Items sind. Gut, ich bin noch nicht so leise, ey. Weil ich weiß gar nicht, ich glaube, da weiß ich, was ich spiele und so, ne? Was ist das denn? Ein Bison Mac. Wir haben aber keine Bison, deswegen brauche ich das auch nicht. So, wir haben hier noch eine schöne Makarov. Einen Würfel haben wir auch nicht und... haben wir auch nicht. Sehe ich unsicher, hier so am Fenster zu stehen, für Sniper und ähnliches. Da unten bin ich übrigens so gespawnt, aber Wald habe ich dann beschlossen aufzunehmen. Ich war wahrscheinlich jetzt öfter auf dem Server spielen, deswegen werde ich auch öfter den Aufmacher machen und auch versuchen Seele Leiter. Da fuck. Und auch, ja, vielleicht irgendwann mal auch etwas bessere Sachen erreichen, sag ich mal. Können wir hier rein? Nein. Hier können wir rein. Hä? Okay. Das dann eben nicht, ey. So, finde ich ja ehrlich gesagt ziemlich unsicher, jetzt gleich am Anfang hier durch die Stadt zu rennen, aber naja. Krankenhaus, hammergeil. Gibt es hier auch einen Eingang oder so? Nicht hier? Hier? Vielleicht? Irgendwo? Komm schon. Ich glaube an dich Eingang. Ich finde, weil das Haus ist nicht betretbar, einfach aus dem Grund, weil es nicht groß ist. Wäre ja jetzt auch schon eine Gefahr, da hochzugehen, ne? Oh. Brauchen wir aber den zweiten Spieler, um das zu... ja, benutzen. Das Bloodback. Soll dann jeder wissen, der schon mal was von DayZ gehört hat. Beziehungsweise, keine Ahnung, ein anderes Display geschaut oder so. Ne, du kannst nicht mal, dann gehe ich eben hoch. So, ich werde es doch mal hoffen, dass ich einfach nicht in den ersten paar Minuten verreck, ey. Wer hammermäßig scheiße ist. So. Hoch da. Das ist auf jeden Fall noch jetzt noch ziemlich riskant, was ich hier mache. Ich werde auch wahrscheinlich nur in der First Person spielen. Vielleicht kann man da oben rein. Oder man kann gar nicht rein. Ich glaube schon, da unten ist hier was. Oh, ich, ja, zwei Bloodbags reichen eigentlich.
So. Mal gucken. Okay, hier ist nichts mehr. War ja ziemlich mager. Ich gehe schnell wieder runter. Wenn man hier oben echt nicht sicher ist. Ich werde versuchen, den Auseinandersetzungen einfach aus dem Weg zu gehen. Falls es welche gibt. Jo. Einfach um längst lang möglich zu überleben. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das Video raus soll. Das könnte sich wahrscheinlich wieder verzögern. Aber weil ich zu faul bin, das hochzuladen und so. Und da kann man noch rein. Sieht man eigentlich immer ganz schön, wenn die Fenster offen sind. Ich glaube, da kommt man nicht hoch, ne? Ja, geil. Oh, da haben wir schon ein Backpack. Hammergeil. Oh. Ich hab doch ein Backpack. Sag mal, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen, ey? Dann gehe ich da jetzt eben noch nicht hin, ne? Ich habe auch die schöne Bewegung gesehen. Wenn man wo drüber hüpft. Ups, ruckel, ruckel. So. FPS sollten eigentlich passen. Ich habe ja. Jo, 30 FPS. Vielleicht mal ein Ruckler, aber das war's dann auch. Ja, falls ihr noch irgendwelche. Nur kurz den Rucksack. Ist alles gut, Zombie. Okay, ich renn. So, jetzt erschießen ist eigentlich das Blödeste, was man machen kann. Und schon weg. Wie gesagt, wäre es echt dumm gewesen, hätte ich geschossen. Weil er sich verbuggt hat. Hammergeil. So. Sie ist echt. Alles hat Zombies. Und mir ist auch ziemlich unwohl hier auf der offenen Straße rumzulaufen. Und da vorne nämlich irgendwo ein Cyborg. Wascht ab, ne? Hat denn in der Hand? Ist das? Oh, der hat seinen Arm in der Hand. Ja, danke, ey. So. Dürfte da nicht hochkommen, wo ich bin. Ohne Axt im Rücken, alles klar. Kann ich mir den nicht irgendwie aufheben? Den Backpack? Oh, ne, anscheinend nicht. Hammermäßig kacke. Joa, buggy buggy und so. Da wurde gerade jemand getötet, ich habe gerade aber nicht genau aufgepasst. Weil ich gerade mich mehr etwas mehr auf die Landschaft fixiere. So, vielleicht werde ich auch nochmal den Server wechseln. Ich weiß noch nicht. Ich, ja, mal gucken. Jetzt mehr auf den Server spiele oder den Server wechsel. Ich finde es schon ganz schön, irgendwie so einen Standard-Server zu haben, wo man halt immer drauf spielen kann, ne? So, rennen wir einfach mal. Gut, das bei den Zombie, was ja eigentlich nicht zu empfehlen ist, aber ja. Kein Problem hier auf dem Gelände. Denke ich. Hier ist so ein Baum, da rennt man einfach mal durch und dann sind Zombies weg. Theoretisch. So. Hier muss ich aber drüber kommen. App. Jo. So, wir sind hier auch schon in etwas größere Stadt. Eine Map habe ich nicht. Man ist nur mit der Pistole gespawnt, aber nicht in der Map. Aber naja. Fände ich ja nicht besser, wenn man jetzt gar keine Waffe spawnt, aber ich meine, boah, kann man nichts machen, ne? So, ich vermute, hier von den Häusern ist keins. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und wenn dann würde ich nicht preisgeben.
Mal gucken. Wir könnten mal da hoch. Boah, die Stadt sieht ziemlich danach aus, als wäre hier fast nichts betretbar. Weil es mehr Hochhäuser sind und so. Naja, ich meine, das wäre dann schon etwas mehr Arbeit, das alles zu betretbar zu machen. Und ganz ehrlich, da will ich nicht hoch, weil, ja, man wird einfach von überall gesehen. Was ist das? Ja, ist klar, ne? Vordergrund aber rein. So. Ich will mich jetzt auch hier ein bisschen immer versuchen, in Deckung zu laufen. Die da hinten sollten wir nicht erwischen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo ein anderer Spieler ist. Aber aus dem Grund, weil es eine große Stadt ist. So, eigentlich immer, Gebäude ist eigentlich immer eine ziemlich gute Idee mit Zombies, aber eine Treppe hoch, wenn du Zombies im Nacken hast, ist eigentlich immer eine scheiß Idee, aber hier das zweite Treppe, da kommt man nicht hin, scheiße. Erstmal alles total gut überdacht, hust, hust. Ja, hier kommen wir wieder runter. Alles gut, Leute, alles gut. Da, 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 ich war hier nie. So. Wenigstens habe ich noch keine Schüsse gehört. Ah, yeah. Sonst scheint nichts zu sein. Okay, wir werden uns dann auch gleich wieder hier abhauen. Weil, jo. Große Städte finde ich jetzt nicht so gut. Mal gucken, vielleicht lade ich heute sogar noch ein Part hoch. Wenn ich das auf die Reihe bekomme. Also jetzt dann gleich den ersten. Ich weiß es jetzt. Ich kann über euch lesen. 3:48. Genau. Mich jetzt vielleicht ein bisschen aufladen, aber.